Was soll's? Kaum zu glauben, doch Tomoya hat diesen gigantischen Gegner gerade. Die sahen winzig aus, als sie hier reinkamen. Naja, gut für Krabben. Gegnerkrabben tatsächlich gezeigt, wo der Haken hängt. Es scheint, als stünde hier nur noch Caster, die Meisterin der Silberklasse, im Weg. Doch hat Tomoya überhaupt eine Chance gegen die magiebegabte Caster? Wird sie an ihren Drachenzahnsoldaten scheitern? Oder Caster zeigen, dass ihr Schwert nicht nur Fleisch zertrennen kann? Ah, okay, es war also eine Fate. Eine Caster-Referenz vorhin. Ich bin überrascht, dass du es so weit geschafft hast, aber jetzt solltest du aufgeben, deine Gesundheit zuliebe. Anfängerglück. Der Erfolg ist euch wohl zu Kopf gestiegen. Lasst mich euch helfen, indem ich das Problem mit Zapfkopf von euren Schultern entferne. Möge das Finale beginnen! Hatte ich vorhin erwähnt, dass man, wenn man in der Arena verliert, nicht Game Over geht? Ich könnte mich irren, so wie ich sie verstehe. Da war es wieder. Da war es wieder. Das Master Sword. Mal sehen, ob wir den gleich auf einmal platt bekommen. Wenn das Ding Finsternis ist, dann sollte das auch passen. Jawohl. Äußerst angenehm. So, Kotomi, was hältst du denn? Ach ja, klar, warum nicht? Was hältst du denn von Analysekarte? Wie wäre denn das? Das wäre doch mal voll Duft, oder? Zombie-Skelette mache ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen. Aha, da haben wir es auch. Alles klar. Zack. Und eine Heilung. Und dann sollte sie mit äußerst wenig Schaden dabei rausgehen. Jawohl. 74. Lausig. Beinahe lächerlich. Ah, verdrückt. Das war lächerlich, ja. Okay, ja. Schneiden wir schon mal das Skelett ein bisschen an. Ich hoffe mal, die sind nicht so schwach. Ah. Okay, jetzt muss ich warten, bis Caster hoffentlich neue beschwört. Ansonsten habe ich ein Problem. Beziehungsweise müsste dann einfach mal außerhalb der Kamera das Ganze nochmal aufnehmen. Man kann die Kapsel ja wiederholen, zum Glück. Das heißt, das ist jetzt kein ultra-dramatischer Gegner, den man vielleicht... Der Lichtelement! Aha. Eine gefährliche Magierin, die einst ihren Bruder tötete, um aus Monster aus einem Drachenzahn erschaffen. Was? Und Monster aus einem Drachenzahn erschafft. Ihr Ziel ist der Heilige Gral. Ha, den wollen so viele. Na dann, viel Spaß, viel Erfolg und so. Und ja, jetzt können wir die Infokarte eigentlich auch mal gehörigst sparen. Nehme an, dass Caster Minions herbeirufen kann. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da ist zumindest ein Nuller-Angriff dabei. Kann also gut sein. Ah, ich dachte, ich hatte hier... Achso, ja, ich lade ja zwei nach. Ich dachte, ich hätte hier eine Verteidigungskarte rausgebaut, aber anscheinend zieht sie immer noch verdammt viel davon. Ha. Ja, was soll's. Los, beschwören den Minion, bitte. Tralalalalalalala. Ah. Der Durch der Zeit ist jetzt nicht sonderlich wirkungsvoll, aber ey. Einfach nur aus Jux. An Spaß, an der Freude. Ja, alles in allem kein sonderlich gefährlicher Gegner, wenn man schon alle Nebenquests gemacht hat, wie gesagt. Mir wäre nur wirklich ganz lieb, wenn sie zwischendurch noch ihre komischen Skelette herbeirufen würde. Da wären wir äußerst gelegen dran, ganz ehrlich. Ah. Einmal nachladen. Sollte ich vielleicht auch drauf aufpassen, sie nicht dabei platt zu walzen. Ach, was soll's. Schon mal alle ein bisschen im Schutzstatus rumhängen. Kann ich schaden. So, und jetzt. Caster, mach was. Mach was Sinnvolles. Oh, blind. Git. Na, das ist jetzt nicht unbedingt das Sinnvolle, was du machen solltest, aber hey. Klar, warum nicht.
Okay, erklär mir, wie ich das mit 492 Schaden überstanden habe. Es macht wahrscheinlich einfach nur groß Bumm. Hat aber keinen Bums. Sozusagen. Tja, also so richtig... Ach, was soll's, ich wiederhole den Kampf dann einfach zur Not. Irgendwann mal. Zieht durch. Wird er wahrscheinlich dann... nächster Zeit mal Pause. Ah, das ist bestimmt eine Angriffskarte. Das ist bestimmt eine Angriffskarte. Und das ist wahrscheinlich eine Angriffskarte. Analyse. Yeah. Und eine Schildkarte. Yeah. Na, sag ich doch. Alles Angriffskarten. Okay. Man kann sich auch selbst trollen. So. Hey, vielleicht schafft sie es ja nochmal. Tadam! Fantastisch! Ja, allerdings. Wer ist dran? Ah, ach, Angriff! Da war sie wieder! Die Verwechslung! Na, was soll's. Ich spekuliere ja immer noch mal darauf, dass sie so freundlich ist und wow, diesmal gar keine Verteidigungskarten. Dass sie es nachladen und... Das Schild war lang genug zu sehen, dass ich es auswählen konnte. Ah, da ist er wieder. Der Hyperstrahl. Ah, Mensch, zweimal auf den gleichen Fleck. Das ganze Land ist doch jetzt in Schutt und Asche gelegt. Meine Güte. Das ist ja auch blind. Geht. Ach, jetzt muss man sich ja glatt mal wirklich den Bildschirm hier wieder zurecht. Oh ja, sehr schön. Bekämpft mal Licht mit Licht. Boom. Und perfekt. Und Chance auf Bonus-Time. Vielleicht treffe ich ja diesmal den Erfahrungsmultiplikator. Und Gold. Naja, was soll's. Och, da geben aber die Gegner im Deku-Baum verdammt viel Gold. Dafür? Naja. Herzlichen Glückwunsch, du hast es tatsächlich geschafft, die Silberklasse zu meistern und Caster hinter dir zu lassen. Ich hoffe, dass wir dich als Meisterin der Silberklasse auch bald in der Goldklasse begrüßen dürfen. Das war schwieriger als erwartet. Nein, Tomoya, war es nicht. Herzlichen Glückwunsch, hier ist dein Gewinn. Ach nein, ist ja ein Typ. Ach nein, der wurde ja mit einer Frau ausgetauscht. Du als Kodomiskarte verstecktes Katana, sowie ein Preisgeld von 3500 Gold. Versteckte Klinge. Okay, es ist offenbar eine Morph-Karte, die ihren Namen ändern kann. Nutzbar von Kotomi mit 66 Angriff, elementlos, einfach nur sehr, sehr praktisch. Und ich glaube, die werde ich jetzt nur mal reinbauen und dann mich gerade in den nächsten Kampf stürzen, warum nicht? Okay, kleines Rätsel. Such die Karte Verstecktes Katana. Erster Abschlusszug? Erster Abschlusszug? Bla 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 bla. Tja. Nehmen wir die. Aha! Ja, das hat mich doch jetzt schon ein wenig verwirrt. So, ach, was soll's, ich bleib der Tradition treu. Kein Heilen, kein Speichern. Ich werde sowas von untergehen. Wuhu! Bist du hier und ich wieder und bla bla bla. Ja, 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 komm. Her damit, Goldcup. Oh ja. Vielen Dank und viel Glück. Du bist wohl nicht der gesprächige Typ, oder? Es gibt keinen Grund zu reden. Findest du? Ich finde es interessant, vorher mit meinen Konkurrenten zu reden. Mein Name ist Archer, da ich aus der Klasse der Bogenschützen stamme. Jedoch verwende ich meinen Bogen nur selten. Es sind meine unendlichen Schwerter, die du fürchten musst. Hä? Das ist alles, was du wissen musst. Wir werden sehen, ob dir diese Informationen im Kampf helfen werden. Bahnhof? Dieses Buch verstehe ich nicht. Es enthält Bilder von Schwertern und redet von Projektion. Was auch immer dies zu bedeuten hat. Vor allem dieser Satz. Hüte dich vor dem Reality Marvel Unlimited Blade Works. Bahnhof? Nein, ich habe meine Ausrüstung nicht überprüft. Nein, ich habe nicht gespeichert. Nein, ich habe nicht geheilt. Na dann raus mit dir, ab in die Arena! Ich bin eine menschenfressende Dämonin, die den Ansager aufgefuttert hat und seine Haut übergezogen hat. Und ich werde heute die Arena-Moderation übernehmen. Yay!
Willkommen, Damen und Herren, in der Goldklasse des Kolosseums. Hier treffen sich nur die erfahrensten Krieger und Sieger der Silberklasse und auch die Monster sind um einiges mächtiger geworden. Tomoe Okazaki, die ruhmreiche Durchstarterin, welche bereits Bronze und Silber hinter sich ließ und die äußerst lecker aussieht, wird hier noch viel, viel mehr Einsatz zeigen müssen, wenn sie diese Runde in einem Stück überleben will. Ja, ich habe leichte Sorgen. Doch das Ziel, die Finalklasse, ist bereits in Sicht. Nicht wirklich. Tomoe, ein paar Worte an die Fans da draußen. Wie wäre es mit einem Remake? Remake? Wovon sprechen Sie? Von Eis und Schnee sind wir ja doch noch weit entfernt. Die Qualifikationsrunde kann beginnen! Und die Gegner sind nicht wirklich sonderlich stärker. Liegt vielleicht auch daran, dass die Klasse eben sofort... Ich hab sie alle. Oh, ja, genau. Sofort zugänglich ist. Wo ist eigentlich die 3 in der Zeitleiste? Und da war es, das Master. Okay, da ist die 3. Das Master Sword. Oh ja, Seon sieht nicht so gut aus. Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen was dran tun. Achso, ja klar, ich habe ja eine sehr gute Verteidigungskarte, na sowas. Ja gut, sie haben schon ein bisschen mehr Bums. Das muss man schon sagen. Okay, wenn der Tomoe jetzt einmal angreift, dann, nee. Können wir den Schaden auch komplett ignorieren, werfen das weg, werfen das weg. Perfekt, Verteidigung, yay. Das heißt, wir bekommen einen Bonus für die nächste Verteidigung, die wir auch ganz dringend brauchen, weil sie absolut keine Verteidigungskarten hat. Mal ganz offenbar. Aber hey, 148, das geht. Es hätte schlimmer kommen können. Hätte. So. Ja. Probieren wir das doch gleich mal aus. Wenn ich den Knopf erwischen würde zum Tipp. Ja, da kam dann der wirkliche Schaden. Der Gegner hat es gar nicht mitbekommen, dass er durchschnitten wurde. Da hat sich Kotomi überlegt, da muss er noch einen mit dem Besen versetzen. Ansonsten checkt er es nicht. Okay, das sollte hoffentlich sogar reichen. 434 nicht. Okay, dann nehme ich zurück, dass sie nicht allzu stark sind. Die haben ja doch ganz schön was drauf. Ha. Sowas. Boch, klar, warum nicht? Ah, hätte ich eigentlich gleich... den Ultima-Schuss hätte ich nehmen sollen. Ich Depp. Ja, was soll's. Okay, ja, haben wir ja schon längst analysiert. Das fällt auch auf. Wenn man in der Kurzkampfweise die Analysekarte als zweite einsetzt, wird sie trotzdem noch gezeigt. Und Leute! Zu langsam. Bitte nicht... immer auf die gleiche, ha? Wir wissen schon, wen sie angreifen müssen. Naja. Und hey, noch mehr Abschlusszüge, yay. Davon haben wir ja noch nicht genug. Oh, naja, egal. Nehmen wir den. Bisschen Abwechslung. Und zack. Raus aus dem Spiel. Noch nicht raus aus dem Kampf. Tja, dann, Ultima-Schuss in your face, ha? Huh? Tja, so sieht's wohl aus. Versuch den mal zu überstehen. Ich wette ja, Sion hat diese Ultima-Schusskarte eigentlich nur auf dem Weg verloren. Sie hat mal kurz einen Abstecher in der Geisterhöhle gemacht und sie dort einfach mal weggerufen. Denn der Finisher, den sie im allerersten Kampf gegen sie einsetzt, der sieht doch mal derbst danach aus. Beziehungsweise nach einer wesentlich stärkeren Version davon, aber hey. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast die Qualifikationsrunde tatsächlich überlebt. Als nächstes werden die Bestien des Kolosseums in die Arena gelassen. Ich darf leider nicht mitkämpfen, aber hey, ein ausgesprochen heikler Kampf gegen die... Die als ausgestorben gegolten Typhoons, die Herren der Winde. Wow, was für ein Satz. Darf ich jetzt heilen? Ha, was für ein guter Witz. Der wird niemals alt. Öffne die Tore. Oh, Typhoons. Das Halbfinale kann beginnen. Ich bezweifle immer mehr, dass es eine gute Idee war, den Kampf so unvorbereitet zu beginnen. Ganz besonders ungeheilt. Das wird sich garantiert noch rächen im nächsten Kampf. Okay, na zumindest kann ich mich niemals darüber beschweren. Sie hätte keine Verteidigungskarte. Denn Sion scheint die ja zu ziehen wie Sand vom Meer.
und sie sind schnell. Meine Ge... Wow. okay. Ah, sehr schön. Du siehst mal, was nützlich ist, Tomoya. Sehr schön. Und sogar noch was. Sehr schön. Eigentlich wäre es wesentlich besser, wenn Tomoya jetzt so wenig wie möglich HP hat, damit wir den nächsten Gegner so schnell wie möglich nach unten prügeln können. Die Infokarte spare ich mir erstmal, denn ich habe hier die Möglichkeit, verdammt viel Schaden anzurichten und das nutze ich. Aber hallo. Und zack. 336 und down. Sehr schön. Ganz so viel scheinen sie dann ja auch nicht zu haben. Machen wir den. Die 5 könnte ich sogar schaffen, jetzt hier und dann. Mal sehen. Wenn sie nicht nur andauernd Verteidigungskarten ziehen würde. Was mir gerade einfällt. Ah, naja. 394. Hohoho. Nicht schlecht. Ja, schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Okay, ihr greift nur Tomoya an. Das finde ich sowas von super von euch. Ganz besonders immer schön mit wenig Schaden. Was eventuell noch dazu führt, dass sich der Virus noch bis dahin auffüllt. Das wäre ja mal total super. Okay, das sollte mehr als nur reichen, um den da platt zu walzen. Jo. Und Sion sollte sogar schneller als die 4 sein. Das heißt, ich habe 3 Angriffe frei. Ja. Na dann! Kampf ohne große Probleme. Ich sollte den bloß jetzt noch nicht killen, denn Tomoya muss immer noch die Analysekarte einsetzen. Vergiften wir. Und zack, hat's geholfen. Jawohl, 75% ist schon eine äußerst gute Sache. So, Info. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Und weg damit. Ha, der Kampf war einfacher als der vorhergehende. Boom. Ah, die gibt. Ich glaube, die galten als Bossmonster. Das hätte mehr abgezogen. Kann sein. Oder ich bin schlecht im Rechnen. Hey.